Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen Otomatomodachita und herzlich willkommen zu einem neuen Part. vergessen wir das. Von Demigods of Destiny. Und natürlich machen wir es ein bisschen lauter. Und ja, ich war bei meinem Wochenende ja weg. Also ich bin eigentlich immer jedes Wochenende weg, deswegen kann man da keine Videos erwarten. Und ja, jetzt hole ich ein bisschen nach und ja. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr so wirklich. Ich weiß nur, wir sind so... Der hat mit uns geflirtet oder wir haben mit ihm geflirtet, mit Lia. Und jetzt sind wir auf der Suche nach irgendwas. Wir sind, glaube ich, in New York. Keine Ahnung, ich weiß gar nichts mehr, ey. Aber machen wir mal weiter. Gerade als Rain antworten will, entdecke ich ein Gebäude, welches von hohen Flammen umgeben ist. Es scheint ein junger Mann, ist im vierten Stock gefangen. Er wirkt verzweifelt aus... Nee, er winkt verzweifelt aus einem offenen Fenster. Hilfe! Hilfe! Was soll ich tun? Nein. Nein? Also, ich hätte ihm natürlich geholfen, wenn es free wäre, natürlich. Es wäre unter anderem, wenn ich es nicht getan hätte. Aber, erstmal ist es nicht free, ich habe nicht genug Diamonds und es ist Rain. Ganz viele Sachen stehen gegen dich. Deswegen... Schaut weiter nach der Quelle des Feuers. Nur so könnt ihr den Jungen retten. Genau. So sehe ich das auch. Der arme Junge. Aber wir können ihm nicht helfen, oder? Du nicht. Er schon. Oh, ja, okay. Oha, lass ihn alleine. Oha. Ich meine, ich bin schon voll gemein. Das musst du nicht auch noch gemein sein. Ey, das ist fies. Richtig. Meine Kräfte scheinen nur, es gegen dieses Flammen zu sein. Ja, na und? Dann tut dir wahrscheinlich ein bisschen weh, meine Güte. Am besten können wir helfen, indem wir den Verursacher all dieses Chaos ausfindig machen. Okay. Ich weiß jetzt wieder ein bisschen. Cool. Ich nicke zustimmend und wir lassen den Jungen in den Gebäude einfach mal zurück. Oha, voll gemein. Es dauert eine Weile, bis wir ein Zeichen der Quelle entdecken. Ein rosiger Handabdruck an ein Gebäudewand im Stadtzentrum. Okay. Das ist kein menschlicher Handabdruck. Lass uns drin nachsehen. Wir betreten vorsichtig das verlassene Haus. Warum muss ich eigentlich mit Rain mitgehen? Ist das eigentlich... Das sollte eigentlich nicht sein. Okay. Wie wusstest du, dass dieser Handabdruck nicht menschlich war? Gibt es... Ja, anscheinend, ne? Ich werde unterbrochen von einem Feuerschwall, der an unseren Körper vorbeizischt. Oh... Die ist doch süß. Mit klopfendem Herzen drehe ich mich um und sehe eine wunderschöne Frau mit ausgestreckten Händen. Naja, so ausgestreckt ist das nicht, aber sie ist echt cute. Sie schleudert einen weiteren Stoß in unsere Richtung, aber diesmal ist Rain vorbereitet. Er erzeugt einen Hydro-Schild, der uns gegen den Angriff abschirmt. Während er den Schild aufrecht erhält, spricht er mit lauten Worten zu ihr. Ich hätte mir denken können, dass du hinter diesem Inferno steckst, Mitra, Tochter des Agni, dem vedischen Gottes des Feuers. Heißt das, dass Varuna... Varuna ist mein Halbbruder, richtig. Und nun hör auf zu kämpfen, Rain. Deine jämmerlichen Hydro-Kämpfe sind meinen Feuermächten bei weitem unterlegen. Wie um ihren Standpunkt zu beweisen, hebt sie ihre Arme über ihren Kopf, lässt sie auf einmal nach unten schnellen und schickt sofort einen weiteren Feuerstoß auf uns. Die Flammen treffen mit solcher Gewalt gegen Rains Schild, dass er zurückgedrängt wird und uns beide durch eine Tür in einen anderen Raum drückt. Der Geruch von Rauch erfüllt die Luft, als Mitra uns entschlossen folgt. Ich sehe mich um, aber ich sehe keine Fluchtmöglichkeit. Wie bekämpfe ich... Ja, wie kann ich Rain helfen, sie zu bekämpfen? Ja, gut, ne? Lenke Mitra ab, indem du sie provozierst. Könnte funktionieren, aber dann kriegen wir es ab. Schnapp dir einen Wasserkrug vom Boden und wirf ihren. Das ist alles ziemlich dämlich. Wenn seine Kräfte sogar nicht helfen, dann was soll normales Wasser helfen, ne? Probier's. Wenn du drauf gehst, gehst du halt drauf. Ist halt so. Sie ist kurz davor, einen weiteren Angriff zu starten, also handle ich schnell. Hey, Demi, Schnecke, ist das alles, was du kannst? Sie hält inne und funkelt mich mit wütenden Augen an. Immerhin kann Rain auch mit Wasser schießen und nicht nur Angriffe abwehren.
Nur weil du sein Schild zerstört hast, wahrscheinlich hast, heißt das noch lange nicht. Genug, Menschling. Ich bin eine mächtige Frau aus Indien. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Indien, aber okay. Mit außergewöhnlichen und gewaltigen Fähigkeiten. Sie bereitet sich auf einen Angriff auf mich vor. Yay! Ich hüpfe zur Seite, das verschafft Rain die perfekte Gelegenheit und er nutzt sie. Rain greift mit Mitra von der Seite überraschend mit einem Wasserschwall an. Sie wird am Kampf... Alter, bin ich dumm? Ja, bin ich. Sie wird am Kopf getroffen und bricht regungslos zusammen. Wow, erstmal so große Klappe haben und dann... Ja, Mädchen, dämlich, ne? Ich weiß, dass sie gerade versucht hat, uns zu töten, aber ich hasse es, Menschen zu verletzen. Ist sie okay? Ich lehne mich über ihren beweglosen Körper und Rain holt ein Seil aus seiner Tasche. Sie ist bewusstlos. Ich würde sie nicht töten. Wie Varuna ist sie nur eine Marionette für Altur. Und was machen wir nun mit ihr? Auf einmal höre ich eine tiefe männliche Stimme hinter mir. Ja, Lia, ich liebe Lia. Lia ist toll. Wir werden sie in ein Hotel am Rande der Stadt bringen. Lia klopft Rain an die Schulter. Gute Arbeit, Rain. Niemand hat also von Mitra Besitz ergriffen. Richtig. Wir werden sie von dem Fluch befreien, während sie bewusstlos ist. Du sagtest, du kennst ein unversehrtes Hotel. Grin kommt heran, antwortet nervös. Ja, wir haben es auf unserer Suche gefunden. Ich lächle ermutigend zu. Armer Grin. Ich wette, dass Lia ihm unterwegs ganz schön zugesetzt hat. Ausgezeichnet. Dann mal los. Ist kein so schönes Hotel. Okay. Nach einer Zeit erreichen wir das Hotel, welches von dem Feuer größtenteils unversehrt geblieben ist. Rain und Lia durchsuchen Mitra nach Waffen, während sie bewusst auf dem Sofa liegt. Nun heißt es warten. Grin und Lia ruhen sich in den Betten aus und Rain sieht fern. Er findet einen Sender, der über die schrecklichen Desaster in unzerstörten Städte berichtet. Hey, willst du das hier mit mir ansehen? Es könnte nützliche Information für uns sein. Nein. Nein. Sorry, man. Das ist okay. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Lass mich wissen, wenn du etwas herausfindest. Werde ich. Schlaf gut. Sorry, Rain. Und das tue ich auch. Ich halte ein erfrischendes Nickerchen in einer der Betten in der Nähe von Grin. Nach etwa einer halben Stunde sind wir alle wieder wach und verfolgen mit Rain die Nachrichten. Nachdem ich die Nachrichten studiert habe, ist klar, dass die chinesischen Demons ebenfalls Unheil stiften. Wow. Okay. Und genau wie ihre römischen, ägyptischen und indischen Gegenstücke werden auch sie von Altur angeführt. Wir unterhalten uns über Altur und wie wir nach New York City kommen sollen, um ihn aufzuhalten. Schließlich reibt sich Rain das Kinn und sagt: Wartet. Sorry, mein Bruder war gerade da. Und Mitra, die in dieser Stadt von irgendjemandem besessen ist, ist ebenfalls mit Arthur und seinen Plänen verbunden. All diese Katastrophen überall auf der Welt sollen Panik schüren. Und Arthur helfen die Führer der Welt so zu manipulieren, dass sie für seine Zwecke stimmen. Er will an Macht gewinnen. Dieser Jämmerliche, wenn ich ihn finde, werde ich ihm alle Lichter ausblasen und... Immer mit der Ruhe. Wir müssen strategisch... an die Sache herangehen. Und wir müssen herausfinden, wer Varuna und Mitra kontrolliert. Moment, ich weiß, wer es ist. Natürlich! Wer sonst hat die Macht, diese beiden indischen Feuer, die mich zu kontrollieren? In diesem Augenblick setze ich Mitra auf und wir alle sitzen und springen von unseren Sitzen. Ich? Oh mein Gott, wo bin ich? Rain? Lia? Sie blickt verwirrt zwischen uns hin und her. Wir umringen sie. Du warst besessen, aber alles ist wieder okay. Wir werden uns darum kümmern. Ich glaube, ich weiß wer. Augen. Ich erinnere mich an ein paar dunkle Augen. Es war Luke, der Sohn der römischen Göttin Fortuna. Die Göttin des guten und des bösen Schicksals. Und das bedeutet, dass Luke immer noch irgendwo hier in der Stadt ist. Er kann niemals nur im Umkreis von etwa 40 Meilen beherrschen. Wir sind nicht allein.
Jo, okay. Oh, das ist mir auch zu wenig für den Part. Ach. Mach ich hier einfach noch das durch? Muss ja. Dann habe ich hier rein theoretisch die 3 Tage ausgeglichen. Was zum... Das ist unfassbar. Gibt es denn keinen sicheren Ort mehr? Leider nicht. Nicht solange wir Alte und seine Gruppe nicht stoppen können. Wo wir gerade davon sprechen, wir müssen so schnell wie möglich nach New York. Los, lass uns nachsehen, ob der Flughafen ebenfalls in Flammen steht. Wow. Lia, du bist großartig. Wir rennen am Standrand entlang in Richtung des Flughafens. Dort angekommen stellen wir fest, dass diese bereits von den Flammen zerstört wurde. Ach, wirklich? Das darf doch nicht wahr sein. Natürlich ist das logisch, dass es kaputt ist. Mein Herz wird schwer und ich trauere um all die Menschen in dieser Stadt. Ich hasse Gewalt und Naturkatastrophen kommen gleich an zweiter Stelle. Ray nähert sich langsam dem brennenden Flughafengebäude. Moment mal, das ist kein normales Feuer. Was meinst du? Scheiße! Bin ich dumm? Warte. Hä? Bin ich... Ist das... Kacke! Was habe ich denn gedrückt? Habe ich wiederholt oder das weiter? Wartet mal. Kacke. Oh nein! Oh shit. Ja, dann melde ich mich gleich wieder. Ich hab wiederholt gedrückt. Ich Idiota. So, okay. Ich hab nochmal übersprungen. Ich dachte, ich hätte aber auf Richtige geklickt. What the hell? Aber okay. Gut, machen wir weiter. Entschuldigt. Lia, kannst du hier Stellung bewahren? Ich gehe auf die Suche nach Zeichen von Luke. Oder, ja, Luke. Ich nenne ihn Luke. Abgemacht, Boss. Lia salutiert scherzhaft und Green kichert. Ich will auch gehen. Keine gute Idee. Du warst besessen. Du musst dich erholen. Mitra legt sich widerwillig zurück und Rain geht zur Tür. Was soll ich tun? Nein. Ich winke Rain kurz zu, bevor er geht. Hey, viel Glück da draußen. Er lächelt kurz. Danke, ich bin bald wieder zurück. Nachdem Rain gegangen ist, entscheidet sich Lia, auf dem Dach des Hotels Ausschau zu halten. Grin und Mitra bleiben im Zimmer und ich begleite Lia. Dankeschön! Wir lassen unseren Blick über die Stadt schweifen. Nichts als ein paar letzte Feuer, verkohlte Trümmer und zerstörte Gebäude. Lia setzt und streckt sich auf den Boden aus und sieht hinauf in den Nachthimmel. Kimme, komm und leg dich zu mir. Die Sterne sind atemberaubend und ziemlich romantisch. Er wackelt mit den Augenbrauen. Ich liebe... Alter, Lia ist so cool. Ich muss lachen, obwohl mein Magen bei dem Forscher Puzzle bei mir schlägt. Meine Damen und Herren, ich bin gleich wieder da. Eieiei. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt 40 Diamonds. Du bist ja ein regelrechter Romeo. Ich gehe zu ihm herüber und versuche, meine Aufregung zu verbergen. Das muss jetzt gerade sein, sorry. Doch als ich mich neben ihn lege, steckt mein Herz wie wild. Er dreht seinen Kopf zu mir und grinst. Verdammt! Er hat so ein umwerfendes Lächeln, strahlender als alle Sterne zusammen. Also Kimme, was weißt du über den Nachthimmel? Kennst du ein paar Sternbilder? Ich sehe hinauf in den Himmel. Wir sind noch hoch oben. Oder wir sind so hoch oben, dass sich kein Rauch unserer Sicht behindert. Ich kenne nicht wirklich viele. Ich kenne den großen Wagen. Dort drüben. Stolz zeige ich auf das Sternbild und auch Lia wendet seinen Kopf und blickt hinauf. Richtig. Wusstest du, dass viele Göttersternbilder repräsentiert sind? Wirklich? Ist Zeus auch dort oben? Nicht Zeus, aber Aquila. Zeus Vogel ist dort oben. Siehst du diesen wirklich hellen Stern dort? Oh, wie süß. Oh, das war ja cool. Er streckt seinen starken, sehnigen Arm aus und deutet auf einen Stern. Ich sehe hinauf und nicke. Das ist der Hals des Atlas. Links daneben ist ein Flügel, rechts der andere und unter diesen ist der Schwanz. Okay, ja, ich kann es sehen. Und was tut der Vogel von Zeus?
Er holt die Blitze meines Papas zurück. Ich weiß nicht wirklich, wie seine Kräfte funktionieren. Ich verstehe nicht einmal, wie meine eigenen elektrokinetischen Fähigkeiten funktionieren, aber der Adler hilft anscheinend dabei. Cool. Und ist Rens Papa auch dort? Nicht Poseidon selbst, aber ein anderer Sohn des Poseidon. Orion. Orion! Er schwingt seine Keule gegen den angreifenden Taurus. Siehst du es? Boah, ist das cool und so sieht er so hübsch aus. Er zeigt in den Himmel. Oh ja, von Orion habe ich bereits gehört. Ich dachte, Marin wäre derjenige mit den lexikoartigen Wissen, vor allem, wenn es um Volkslore geht. Woher weißt du so viel? Lea grinst breit. Hey, er mag zwar verdammt klug sein, aber ich bin nicht dumm, weißt du? Ich schätze, ein wenig von seinem Geplapper hat auch mich abgefärbt. Beeindruckt dich das? Ja, ich schon. Irgendwie ja, schätze ich. Das ist gut. Dann lass mich dir mehr von den Konstellationen erzählen. Siehst du das da? Das ist Cetus, ein Seemonster, das Sven Papa geschickt hat, um König Kypäus anzugreifen. Poseidon und Kypäus waren nie große Freunde. Kypäus ist ein Nachkomme meines Vaters, so etwa wie sein Halbbruder. Aber wir kennen uns nicht persönlich. Obwohl Rain und ich beste Freunde sind, hassen sich unsere Väter. Die beiden streiten sich schon seit Ewigkeiten. Boah, wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Sind sie gegen eure Freundschaft? Unsere beiden Väter haben zahllose Nachkommen, vor allem Zeus. Sie kümmern sich nicht wirklich darum, was sie treiben. Zeus setzt sich hin und wieder einmal blicken. Still verarbeite ich all das, während wir weiter in die Nacht hinausstarren. Ich fühle mich ziemlich geehrt, hier neben einem Halbgott, den Sohn des Zeus, zu liegen. Und er sieht so unfassbar gut aussehend. Ha! Ich schiele heimlich zu dir hinüber, doch er blickt mich ebenfalls mit glitzernden Augen an. Oh, ist so süß. Ich halte unwillkürlich meinen Atem und rutsche nervös hin und her, doch ich halte seinen Blick stand. Er ist viel sanfter als sonst, wie er von Sternbildern spricht. Und dieser Blick, süß, aber instinktiv und so ernst. Auf einmal spüre ich, wie seine Finger nach meinen Tasten und meinem Puls steigen ins Unermessliche. Weißt du, du bist wirklich wunderschön, Kime. Oha, und das soll leine schmalzige Anmache sein. Ach, keine schmalzige Anmache sein. Du bist voll sweet, Mann. Die Sterne können dir niemals das Wasser reichen. Oh, ist der süß. Meine Wangen werden glühend heiß. Danke. Wir richten nun unseren Blick wieder auf die Sterne und halten weiter Händchen. Die Zeit scheint still zu stehen, aber das Gefühl, das uns etwas tief im Inneren verbindet. Weißt du, ich wünschte, ich könnte noch ewig hier liegen. Aber ich bin am Verhungern. Ich werde mal auf Futtersuche gehen. Ich lasse seine Hand los und stehe auf. Und er richtet sich wieder auf. Klingt nach einer guten Idee. Ich bleibe noch eine Weile hier und behalte die Dinge im Auge. Ich gehe wieder hinunter in unser Hotelzimmer. Esse ein wenig Obst und ein paar Müsli-Riegel und setze mich zu Mitra und Grin. Mitra ist sehr erschöpft und geht, um sich in ein Bett in einer Ecke auszuruhen. Kurz darauf ist sie eingeschlafen. Grin und ich sitzen an einem der Fenster. Hast du und Lia irgendwas Verdächtiges gesehen? Irgendeine Spur von Luke? Nein, nichts. Und hier auf keine Nachricht von Rain, oder? Ich frag mich, wo... Mit einem ohrenbestäubenden Krachen zerbersten auf einmal die Fensterscheiben und ein mächtiger Wasserschwall schießt durch das Fenster in unser Zimmer. Was zum... Oh, super. Grin und ich werfen uns vom Sofa, als Rain plötzlich durch das verbrochene Fenster stürzt. Seine Augen wirken seltsam, fremd und vernebelt. Ich schaue mit ausgestreckten Armen auf mich und grin und ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Rain, warte! Ich springe zur Seite, um einen Wasserstoß auszuweichen, den er direkt auf meinen Kopf gezielt hat. Er ist besessen. Luke muss ihn erwischt haben. Mitra wacht auf und versucht zu begreifen, was vor sich geht. Immer mit der Ruhe, Rain. Oder sollte ich sagen, Luke? Sie hebt ihre Arme, um ihre Feuerkräfte einzusetzen. Doch Rain ist schneller und richtet einen Wasserstrahl auf ihren Kopf. Dann wendet er sich mir und Grin zu. Komm mit mir. Grin hält mich zu einem der Betten, wirft aus auf die Seiten und wir gehen dahinter in Deckung. Ein mächtiger Schwall aus Wasser trifft die Wand an der Stelle, wo ich gerade noch stand.
Hinter dem Bett presst mich Grin fest an sich. Kurz sind wir vor Rains Angriff sicher. Ich hab dir die ganzen Jahre etwas geschuldet, Kime. Hä? Er sieht mich ernst an und atemlos. Mir etwas schulden? Wovon redest du? Als wir Kinder waren, hast du mich vor diesen fiesen Jungs verteidigt. Oh nein. Nun habe ich endlich eine Chance, um mich zu revanchieren. Dich zu beschützen, wie du es damals für mich getan hast. Du schuldest mir nichts, was ich getan habe. War doch selbstverständlich. Aber danke für... Zwei gewaltige Wasserstrahlen zerschmettern den Bettrahmen. Okay, das Bett kann Rains Kräften nicht standhalten. Bleib hier. Bevor ich Grin nach seinem Plan fragen kann, stürmt er hinter dem Bett hervor. Rain richtet seine Aufmerksamkeit auf ihn. Ziemlich mutig, aber ich habe wahnsinnige Angst um ihn. Hey Rain, hier drüben. Komm doch, wenn du kannst. Oh mein Gott, was tut er nur? Rain knurrt wütend und richtet seine Hände auf Grin, bereit für einen Angriff. Grin weicht haarscharf aus. Doch jetzt ist Grin auswegslos in eine Ecke gefangen. Rain wird ihn umbringen. Was soll ich tun? Rain, stopp! Du bist besessen! Bitte töte Grin nicht! Rain hält inne und dreht sich zu mir um. Rain hält inne und dreht sich immer zu mir um. Er richtet zwei gewaltige Wasserstrahlen auf den unterworfenen Bettrahmen, hinter dem ich versteckt halte. Das Bett hält dem Angriff nicht stand. Ich sprinte hinter dem zerbrochenen Bett hervor. Ich stürze zu Grin herüber und Rain wendet sich zu uns. Er hebt seine Arme und starrt Grin bedrohlich an. Doch da greift jemand Rains Arme und verhindert somit den Angriff. Natürlich ist es Lia. Was zum Teufel tust du da, Rain? So, das ist jetzt ein bisschen laut. Während die beiden miteinander ringen, schlüpfen Grin und ich aus der Ecke in Sicherheit. Er ist besessen, Lia. Es muss Lux sein. Dieses jämmerliche... Rain, du weißt, dass ich dir körperlich überlegen bin. Die beiden rollen über den Boden. Wasser schießt von Rains Händen und funkelnde Blitze von Lias. Auf einmal liegen die beiden still, Rain starrt in Lias Augen. Ich schnappe überrascht nach Luft, als Rain auf einmal bewusstlos zusammenbricht und Lia aufsteht und auf uns zugeht. Was zum... Wieso ist Lias Blick auf einmal so vernebelt? Grin, ich glaube, Lias ist nun besessen. Grins Gesicht wird leicht und blass und wieder finden wir uns auswegslos in eine Ecke getrieben. Das ist doch nicht wahr. Rain liegt reglos auf dem Boden und Mira scheint auch bewusst zu sein. Lia, du willst das hier nicht. Dieser Mistkerl hat von dir Besitz ergriffen. Lia schaue mich bedrohlich an. Lia ist zurzeit nicht hier. Versuch's ein andermal. Und jetzt, Grin, geh aus dem Weg. Ich werde mir jetzt Kima schnappen und sie zu meinem Anführer bringen. Lia tritt auf mich zu und holt aus, um mich niederzuschlagen. Nein, rühr sie nicht an. Grin springt entschlossen, aber mit zitternden Beinen zwischen mich und Lia. Du erbärmlicher dummer Junge. Er schubst Grin achtlos zur Seite und deutet mit einem Finger auf mich. Warte, ich dachte, du wolltest ihn führen und nicht töten. Ich will ihr Licht nur ein wenig auspusten, damit sie sich nicht wehren kann. Es wird nicht wehtun. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich mache mich auf das Schlimmste gefasst, als Lia seine Hände gegen mich richtet. Ich fühle, wie alles auf einmal in Zeitlupe vor mir fortläuft. Lia schleudert einen Lichtblitz auf mich und Grin richtet auf, einmal wütend schreiend seine Arme nach unten. Vor mir tut sich der Boden auf und eine massive Wand. Was? Achso, vor mir tut sich der Boden auf und eine massive Wand aus. Erde fährt in die Höhe. Der Biss tritt auf die Wand und bewahrt mich somit vor dem elektrischen Schlag. Was war das? Ein Erdbeben? Grin, warst du das? Ich glaub schon. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er dich verletzen will. Noch immer spricht Luke durch Lia. Du hast terrakinetische Kräfte und sie sind endlich erwacht. Grin liegt auf dem Boden und ich stürze an seiner Seite. Alles passiert hier so schnell, dass ich kaum klare Gedanken fassen kann. Alles in Ordnung? Das war Wahnsinn! Mir geht es gut. Ich bin ein wenig erschöpft. Versuch das besser kein zweites Mal, Lia.
Er steht auf und stellt sich wieder zwischen mich und Lia. Grin ist sichtlich geschwächt und kaum in der Lage, seine Kräfte ein zweites Mal einzusetzen. Lia ist einfach zu schnell und ich bin nicht schnell genug. Ich schreie auf, als Lia zwei Blitze auf Grin schießt und ihn geradewegs an Brust und Kopf trifft. Grin sinkt leblos zu Boden, ich schütze zu ihm. Nein, Grin! Grin, bist du... lebst du noch? Ich fühle nach einem Puls, aber ich finde keinen. Ich fühle weiter und weiter nach seinem Puls, aber es hat keinen Zweck. Er ist tot! Er ist tot? Entsetzen überkommt mich. Mir wird übel. Ich spüre Lias Augen auf mir, als ich versuche, Grin wiederzubeleben. Ich stoße mit durchgestreckten Armen auf seine Brust und puste Luft in seinen Lungen. Es ist vorbei. Er ist tot. Sein kalter, gleichgültiger Ton lässt Wut in mir aufkochen. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Er wollte mich doch nur beschützen. Es ist alles meine Schuld. Tränen strömen meine Wangen hinab. Auf einmal regt sich etwas anderes in mir. Ein summendes, blubberndes Zischen in meinem Bauch fährt durch meinen Rückgrat und in meine Beine. Wild blicke ich mich um und sehe, wie zischende Funken aus meinen Fingern schießen. Lia, das zerbrochene Bett, das Sofa, Grins Leiche, alles verschwindet vor meinen Augen. Was zum Teufel ist nur los? Ich werde ohnmächtig? Oder geschieht etwas noch Schlimmeres? Der Raum und all die Menschen daran verschwinden im Nichts. Und mit einmal ist plötzlich alles wieder normal. Grin lebt und steht zum Angriff bereit zwischen mir und Lia, ganz wie vor so wenigen Minuten. Was? Habe ich gerade die Zeit zurückgedreht? Aber ich habe keine Zeit, um überall nachzudenken. Ich muss Grin retten. Grin, du wirst sterben. Komm mit mir. Ich greife seinen Arm und ziehe ihn hinter mir her, um Lia herum zur Tür. Lia sendet überrascht weitere Blitze hinter uns her. Doch diese treffen die Tür, die wir hinter uns zuwerfen. Kimme, was geht hier vor sich? Was meinst du mit, du wirst sterben? Doch ich schleife ihn weiter aus dem Hotel hinaus in ein nahegelegenes Waldstück. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber Lia hat dich gerade getötet. Du hattest keinen Puls. Und auf einmal, ich weiß auch nicht, ich war so verzweifelt und wütend. Da verschwamm plötzlich alles vor meinen Augen und nun bist du wieder am Leben. Lia steht aus dem Gebäude und sieht sich nach uns um. Wir gehen hinter einen großen Baum und Deckung. Er geht ahnungslos an uns vorbei. Das ergibt doch keinen Sinn. Willst du sagen, du hast die Zeit zurückgedreht und dass ich tot war? Ja, ich bin genauso verwirrt wie du. Aber danach sieht es halt aus. Doch jetzt müssen wir Luke finden und ihn aufhalten. Du hast recht, bevor Lia zurückkommt. Wir durchsuchen den Wald in der Nähe des Hotels. Da tritt plötzlich eine Gestalt aus der Dunkelheit. Du. Ah, Grin und Kime. Sehr beeindruckend, dass ihr meine Marionetten überlisten konntet. So wie es aussehen, muss ich dich wohl selbst zur Altur bringen. Luke stürzt sich auf mich zu. Doch erneut stellt sich Grin schützend zwischen mich und den Angreifer. Er hebt selbstbewusst seine Arme. Nein, das wirst du nicht. Ich werde nicht zulassen, dass du ihr auch nur ein Haar krümmst. Plötzlich stürmt auch Lia auf uns zu. Verdammt, sind sie nun beide unter Lukes Kontrolle oder nur Lia? Boah, voll cool. Grin sieht so gut aus darin. Lia kommt zu sich und rennt endlich frei, stürzt zu uns herüber. Seid ihr in Ordnung? Gott, ich fühle mich so benommen. Ich war besessen, oder? Ich hoffe, du stirbst langsam, qualvoll, Luke. Er knurrt den Halbgott wütend an und wendet sich dann an Grin. Eindrucksvolle terrakinetische Kräfte, Grin. In der Tat, aber ich kann immer noch nicht glauben, dass Luke mich erwischt hat. Er sieht gequält von Grin zu mir herüber. Es tut mir leid, Grin. Kime, ich wusste nicht, was ich tue. Ich kann mich nicht einmal wirklich erinnern. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Rain. Es war nicht deine Schuld, du warst besessen. Ich weiß, dass ich das nicht kontrollieren konnte. Dennoch fühle ich mich schlecht. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ich auch. Plötzlich kocht Wut in mir hoch und ich knie mich verärgert neben Luke nieder. Das ist alles Altos Schuld. Wieso arbeitest du für ihn?
Luke stottert und ich sehe, dass das Leben ihm aus den Händen rinnt. Ja, er braucht mich. Ich werde ihm zur Seite stehen. Rain kniet sich zu uns und legt nachdenklich seinen Kopf zur Seite. Ich sehe auch, wie gut das für dich geklappt hat. Altur will, dass du die Führer aller Nationen in deine Gewalt bekommst. Dann kannst du sie für alles stimmen lassen, was Altur möchte. Richtig. Und er will dich, Kime. Er will deine Chronokräfte. Grin und ich nicken nachdenklich, während Rain und Dia mich anstarren. Du hast Chronokräfte? Du kannst die Zeit beeinflussen? Das ist wirklich abgefahren. Sieht ganz so aus, ha? Ich habe damit eben Grins Leben gerettet. Aber das ist eine andere lange Geschichte. Kime, das ist deine letzte Chance. Schließe dich jetzt Altu an und deine Mutter wird sterben. Nee, oder deine Mutter wird sterben. Und ja, er hat die Macht dazu. Er kann alles hören. Schweißtropfen bilden sich auf meiner Stirn. Mama, ich kann dich nicht sterben lassen. Vielleicht sollte ich einfach nachgeben, um sie zu retten. Ich wollte nichts von all dem, was gerade geschieht. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben, um meine Mama zu retten. So, das war's, weil wir können eh nichts mehr machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe die drei Parts nachgeholt, die ich wollte. So rein theoretisch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao ciao, sayonara und salabatobachis. I love you und bye bye.